Jonas ist hier wieder am Sägen an seiner tollen Werkbank. Und am Stemmen auch. Ich könnte das auch, wenn ich so eine Werkbank hätte. Ich habe aber keine und auch keinen Platz. Mann! So eine große Werkbank ist ganz, ganz toll. Aber auch super teuer, sie zu bauen. Sie nimmt natürlich auch extrem viel Platz weg. Und ich erinnere mich ganz genau, als ich damals angefangen hatte, hatte ich weder den Platz noch das Geld, mir so eine Werkbank hinzustellen. Es gibt aber tolle Lösungen, wie man ganz günstig an jedem Tisch arbeiten kann. Und wir wollen heute eine davon bauen, die nicht viel Geld kostet und vor allen Dingen leicht zu bauen ist. Dafür brauchen wir Material. Das ist drüben. Ihr könnt für dieses Projekt im Prinzip fast jedes Material nehmen. Es ist eigentlich relativ egal. Massivholz sieht aber natürlich schön aus. Und wer keine Abrichte hat, keine Sorge. Bei uns im VLVR-Shop könnt ihr jetzt abgerichtetes Holz kaufen. Das heißt, den ganzen Prozess, genauso wie ich im Video, jetzt weitermachen, weil wir nichts abrichten und nichts auf Dicke hobeln. Wir nehmen uns hier ein paar Bretter raus und legen direkt los. Huch. Uah. Ups. Unsere Bretter sind schön gerade, aber zu schmal. Deswegen wollen wir die jetzt einmal zusammenkleben. Das machen wir jetzt mit allen und lassen die dann erstmal trocknen. Während das jetzt trocknet, Werbung! Ich bin ehrlich gesagt super glücklich und froh und überrascht. Bessie hat mich gefragt, ob ich mir diese neuen Zwing hier angucken will, die EZ360. Jonas, hast du den Griff abgebrochen bei den anderen? Nee, das Coole bei dieser Zwinge ist tatsächlich, dass man den Griff um 360 Grad drehen kann. Deswegen EZ Einhandzwinge 360 Grad. Wir können das Ding drehen. Und wie bei jeder Einhandzwinge natürlich einhändig bedienen. Wir können auch den Kopf umsetzen, so dass wir Sachen auseinanderdrücken können. Aber das Besondere ist in diesem Fall tatsächlich die Möglichkeit, diesen Griff zu drehen. Und das ist tatsächlich unfassbar geil. Wenn man nämlich eine Zwinge zum Beispiel hier am Tisch festmacht, weil man irgendetwas festspannt, dann ist der Klassiker, au, dass man dagegen läuft. Und das ist total dämlich. In diesem Fall kann ich den Griff einfach wegdrehen. Das heißt, ich kann Sachen verleimen, festzwingen und was sonst noch damit machen und den Griff, je nachdem, wie es mir passt, in die richtige Richtung drehen. Und das ermöglicht es auch, solche Einhandzwingen endlich sinnvoll aufhängen zu können. Denn normalerweise hängen die so mit dem hinteren Griffteil immer an der Wand. Das heißt, bei meinen Halterungen funktioniert das nicht. Wenn ich den Griff einfach einmal umdrehe, kann ich sie ganz einfach aufhängen. Und wir sehen, Einhandzwinge, in diesem Fall 140 Kilogramm Spannkraft, das reicht locker aus, um solche Bretter wie hier ganz einfach zu verleimen. Easy, könnte man sagen, wären wir wieder bei EZ. Also, guckt euch die Zwinge auf jeden Fall mal an, das ist sehr, sehr geil. Dass man das so drehen kann und in jeder Position bewegen kann, ist irgendwie absolut abgespaced, macht aber Sinn. So, das trocknet, gleich geht's weiter. Erster Schritt vom Verleim hat geklappt. Eine Sache ist mir aufgefallen, ich glaube, sowas ist mir in den letzten Jahren ewig nicht passiert. Grün an Weiß. Man hätte natürlich einfach Grün an Grün kleben können. Das hätte deutlich besser ausgesehen. Oder Weiß an Weiß. Das ist ein klassischer Fehler, den man sehr einfach vermeiden kann. Mir ist er heute passiert, aber vielleicht könnt ihr was daraus lernen. Damit wir jetzt auf die Dicke kommen, kleben wir jetzt zwei von diesen Sandwiches bau, immer zusammen. Das wird jetzt eine ganz schön knifflige Angelegenheit. Eigentlich nicht wirklich knifflig, aber der Leim wird überall rauslaufen und wir brauchen viele Zwingen. Egal. So, Kleber drauf, ene mene mu und verleimen wirst du.
So, jetzt können wir endlich mal was absägen. Nämlich die Teile auf ihre spätere Länge. Ihr könnt das Ding so groß oder klein bauen, wie ihr wollt. Ich mache es aber so, dass wir alles aus unseren 60 cm Ausgangsteilen rauskriegen. Damit also rüber zur Säge. Los geht's. Ups. Das war ein kurzer Weg. Bin schon da. Junges, was hast du da für einen Quatsch gebaut? Könnte man sich erstmal denken, weil das Ding mega unspektakulär aussieht. Ist es aber nicht. Das hier ist normale Tischhöhe. Wenn ich jetzt hier versuche zu stemmen, ist das viel zu unergonomisch. Das geht gar nicht klar. Ein Brett bekomme ich an meinem Tisch seitlich auch nicht fest. Und hobeln, auch dafür wäre diese Höhe völlig daneben. Dieses Teil hier bringt alles auf eine Höhe, die für euch sinnvoll sein kann. Ihr könnt das natürlich an eure Höhe anpassen. Ihr könnt das so ganz einfach auf dem Tisch festzwingen. Und wenn ihr diese Zwingen nehmt, die sich wegschwenken lassen vom Griff, dann habt ihr hier vorne auch keinerlei Einschränkungen. Was können wir damit jetzt alles machen? Alles. Ihr könnt alle Handarbeit damit machen. Das gucken wir uns jetzt an. Zum Sägen könnt ihr euch euer Stück Holz ganz einfach hier festspannen. So, gerade ausrichten. Und auf los geht's los. Und wenn wir nicht so sägen wollen, können wir das Ganze natürlich auch in jedem anderen x-beliebigen Winkel so einspannen, dass wir ganz einfach und präzise arbeiten können. Und auch stemmen ist überhaupt kein Problem. Ich lege mir gern was unter. So habe ich die perfekte Höhe, um ganz einfach und präzise arbeiten zu können. Das Beste ist, dadurch, dass wir dieses Teil so massiv gebaut haben, können wir auch problemlos hier drauf stemmen. Also mit Hammer und Meißel. Und auch hobeln ist überhaupt kein Problem, weil wir unsere Teile ganz einfach so hochkant einspannen können, dass wir ganz problemlos hier oben mit unserem Hobel arbeiten können. Was man ehrlich gesagt zugeben muss, ich hatte es eingangs ja schon gesagt, solche drehbaren Griffe sind tatsächlich bei so einer Anwendung sehr, sehr cool. Und ihr könnt natürlich dieses Ding auch erweitern mit einer Lochreihe, mit einem T-Track. Aber ehrlich gesagt, ihr braucht es eigentlich nicht. Das ist ein ganz, ganz einfacher, simpler Helfer, den ihr super gut bauen könnt. Und ihr könnt alles damit machen. Und das Ding steht stabil. Es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, auf welchen Tisch ihr das Ganze stellt. Aber das Teil ist in sich so stabil, dass ihr alle Arbeiten problemlos damit ausführen könnt. Und das finde ich super. Im Prinzip sieht es ja sogar aus wie eine kleine Mini-Werkbank. Eine Sache müssen wir Müssen wir testen. Können wir drauf smashen? Abo rein smashen. Ja, es geht. So, also, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Baut euch das nach. Das Ding heißt übrigens Benchbull. Keine Ahnung, wo der Name herkommt. Vielleicht habt ihr eine Idee. Schreibt es unten rein mit dem Hashtag Bull. Chicago Bulls Fans nicht sein. Was Besseres fällt mir nicht ein. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hobel lieber nochmal. Das kann ich wenigstens. So, und tschüss.